Hallöchen und herzlich willkommen zurück oder neu hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt in mein neues Video. Ich war meine Nägel auffreshen, war einen Sprung bei DM, habe wirklich nur das gekauft, warum ich reingesprungen bin. Und bei der Kasse hat es mich dann erwischt. Ich musste ein paar Minuten warten, bis ich zahlen konnte. Und da ist mir dieses Produkt aufgefallen. Wenn ihr wissen wollt, was ich davon halte, First Impression, bleibt super gerne dran. So hat es mich wieder an der Kasse erwischt, dass ich doch ein Produkt mehr mitgenommen habe, als was ich eigentlich gebraucht hätte. Und ja, die Rede ist von der Nivea Hyaluron Cellular Filler Foundation. So sieht das Ganze hier aus. Ich habe es in der Farbvariante 01 Light mitgenommen. Ich habe es eigentlich nur deswegen mitgenommen, weil es mich schon lange interessiert. Und es ist darauf so klebis gewesen, 19,95 und sie war reduziert auf 9,95. Ja, und dann durfte sie auch schon mit an die Kasse. Wir öffnen das gute Schätzchen. Kommt so daher. Ja, vom Farbton her, dadurch, dass ich noch nicht viel Farbe abbekommen habe, dürfte das noch relativ gut passen. Ich bin gespannt, wie ich sie finden werde. Ja, Nivea vertrage ich an sich gut. Mag ich eigentlich wirklich gerne. Ich bin gespannt, wie der Auftrag sein wird. Es verspricht auf jeden Fall laut Verpackung eine 12-stündige Feuchtigkeitsspende mit Hyaluron und Deckkraft und ohne Parfüm. Ja, und ich dachte mir, wir tragen das auf, testen das gemeinsam. Eine Tagespflege, ihr seht mich vielleicht ein wenig glänzen, ist schon aufgetragen. Ja, gut 20 Minuten her. Nutze keinen Primer oder sonstiges, um einfach wirklich das komplett pure Ergebnis nur von dieser hier zu testen. Habe mir dafür wieder meinen Lieblingspinsel vorbereitet und würde sagen, wir schütteln das Ganze mal und tragen es uns auf. Also das Pumpen braucht ein bisschen und schon ist das Produkt da. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das auf der Haut anfühlt. Also auf jeden Fall super leicht, angenehm, riecht, hat einen Eigengeruch. Eine Spur hell, würde ich fast sagen. Aber ich hätte nur noch die Variante gehabt Dark. Ich glaube 03 wäre Dark gewesen. Und das war so überhaupt nicht mein Farbton. Also hätte ich den auf keinen Fall nehmen können. So vom Aufbau her würde ich sagen, finde ich das schon mal nicht schlecht. So, mal das erste Ergebnis. Lichtverhältnisse sind heute top für das. Also abgedeckt perfekt. Ihr seht hier meine Rötungen, die ich auch an der Stelle habe. Hat es super abgedeckt. Ist doch sehr schnell gegangen, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, ich hätte ruhig ein bisschen weniger nehmen können. Denn auch das bisschen, was ich hier aufs Kinn gegeben habe, hätte vollkommen gereicht. Ich nehme jetzt nur einen minimalen Pumpstoß und gehe mal auf die andere Gesichtshälfte. Also die Deckkraft ist auch mit wenig Produkt sofort erreichbar. Lasst sich gut einarbeiten. Ich habe mir jetzt kein Schwämmchen vorbereitet, weil ich zu dem ja eher selten greife. Nehme noch einen kleineren Pumpstoß und gehe auf die Stirn. Also vom Gefühl her muss ich sagen, ist das richtig angenehm. Wie gesagt, auf der einen Seite glaube ich, habe ich fast ein bisschen zu viel genommen. Da ist diese Seite
doch um eine Spur besser und umso weniger Produkt ich nehme und umso stärker ich es einblende, umso besser gefällt sie mir. Es deckt zwar meine Pigmentflecken nicht hundertprozentig ab, aber für mich komplett ausreichend. Lass dich wirklich schön einarbeiten und sitzt angenehm auf der Haut. Also zum Hals hin würde ich behaupten, haben wir überhaupt keine Probleme. Ich bin gespannt, ob es eine Spur nachdunkelt, aber vom Auftrag her, vom First Impression, bin ich richtig begeistert. Sehr hell, okay. Also für den Sommer entweder, dass ich wirklich sage, so wie auf der Stirn, etwas weit, weit weniger Produkt benutzen. Aber ja, für den Frühling, gehend in den Sommer, glaube ich, ist das vollkommen in Ordnung. Finde es vom Gefühl her wirklich nicht schlecht. Schau gerade, ob es irgendwo eine Stelle gibt, die sich jetzt schon unschön absetzt. Sehe ich jetzt nicht. Ich neige ja zu trockener Haut, somit selbst wenn Pflege aufgetragen ist, gibt es bei mir Produkte, ja, die trotzdem gleich keki wirken, weil entweder die Hautpflege dann zu wenig oder zu dezent war. Ich mag das aber nicht, wenn es zu viel Pflege ist, dass mir das Produkt komplett hin und her rutscht. Das Gefühl habe ich jetzt bei der hier überhaupt nicht. Jetzt werden wir uns das Ganze noch abpudern. Nehmt ihr einfach ein Puder, was ich aktuell in meiner Schminkbox habe. Gehe ein bisschen hinein und pudel mir das Ganze ab. Ihr wisst, ich verwende immer wenig Puder, weil Puder die Haut ja trotzdem noch mehr austrocknet. Also ein bisschen ein Glow darf da ruhig bleiben. So, wir hätten abgepudert. Vom Abpudern her kann ich jetzt auch so in der Kamera mal nichts erkennen, werde mir natürlich jetzt den Handspiegel zur Hand nehmen, der mich dann doch größer macht. Also sie sitzt auf jeden Fall auf der Seite, wo ich weniger Produkt genommen habe, wesentlich besser als auf dieser Seite. Da ist es schon ein bisschen, dass sich das Ganze, ich würde nicht sagen schuppt, aber es ist nicht so, wie soll ich sagen, gleichmäßig wie auf dieser Seite. Aber im Großen und Ganzen auf der Stirn, finde ich, ist das Ergebnis am schönsten. Also im Großen und Ganzen, muss ich sagen, bin ich da wirklich zufrieden. Sagt mir mal, ob ihr die schon getestet habt, wie zufrieden ihr mit der seid. Oder ob ihr sagt, ja, ich habe sie am Anfang benutzt, fand ich gut und dann nach dem dritten Viertel mal benutzen, hat sie mir nicht mehr so gefallen. Ich muss sagen, First Impression top, finde ich gut, ist eine Foundation, die für mich mit trockener Haut gut geeignet ist. Kann man sich anschauen, ich glaube, ich würde sie mir aber nicht um 20 Euro kaufen. Ich glaube, dafür wäre sie mir tatsächlich zu teuer, sage ich ehrlich. Also 20 Euro, da habe ich bessere Foundations, die sich, so wie hier, vielleicht war es auch von mir ein Auftragefehler, die sitzen manchmal besser, auch für ein bisschen günstigeren Preis, aber so, wie ich sie bekommen habe, um 10 Euro ist sie vollkommen okay, kann man machen. Eine solide Foundation fand ich gut zu testen, hat mich immer schon interessiert. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen mit dieser Foundation habt. Für mich ganz in Ordnung. Kann ich gut weiterempfehlen, aber nur, wenn ihr sie so ergattern könnt, wie ich hier im See. Ich hoffe, ich konnte das Video ein bisschen helfen, um
ja, eine Meinung euch zu bilden, ob es sich lohnt, die zu kaufen, beziehungsweise wenn ihr sie schon zu Hause habt oder gehabt habt, teilt mir gerne eure Meinung zu diesem Produkt mit. Würde mich interessieren. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, heute kurz und knapp, und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe. Tschüss, Baba.